In den folgenden Minuten geht es um den ersten Koalitionskrieg, auch Revolutionskrieg genannt. Dieser dauerte von 1792 bis 1797, begann mit der französischen Kriegserklärung an den König von Böhmen und Ungarn und endete im Frieden von Campo Formio. Die Französische Republik stand nahezu allen Mächten in Europa gegenüber. Es war die Zeit der Französischen Revolution. Louis XVI wurde entmachtet, Frankreich wurde zu einer konstitutionellen Monarchie. Das bedrohte natürlich die Herrschaftsansprüche der übrigen Monarchen in Europa. Aber die europäischen Mächte regierten zunächst zurückhaltend, da sie die Tragweite der Französischen Revolution unterschätzten. Ferner sahen sie das Gleichgewicht der Mächte noch nicht so bedroht an. Sie hatten auch andere außenpolitische Interessen. Dort ist insbesondere zu nennen der preußisch-österreichische Dualismus im Heiligen Römischen Reich, der russisch-österreichische Türkenkrieg und Großbritanniens Kolonialinteressen. Großbritannien begrüßte die Schwächung seines kolonialen Rivalen Frankreichs. Die Dynamik sollte sich aber schlagartig ändern mit dem gescheiterten Fluchtversuch von Louis XVI. Am 21. Juni 1791 scheiterte ein Fluchtversuch von Ludwig XVI. Preußen und Österreich sagten, die französische Monarchie muss wiederhergestellt werden, auch mit militärischen Mitteln. Frankreich forderte die Vertreibung von Royalisten aus den Nachbarstaaten. Österreich und Preußen schlossen ein Defensivbündnis. Dann am 20. April 1792 erklärte Frankreich Ungarn und Böhmen den Krieg. Die Franzosen wollten zunächst die österreichischen Niederlande erobern, scheiterten aber. Am 25. Juli 1792 erklärte der Herzog von Braunschweig, preußischer Oberbefehlshaber, dass es harte Maßnahmen geben wird gegen jeden Widerstand gegen die Wiederherstellung der französischen Monarchie. Das hatte nicht die Abschreckung zur Folge, die er beabsichtigte, sondern führte dazu, dass Louis XVI gefangen genommen wurde. Die preußischen Truppen rückten folgerichtig in Frankreich ein und waren durchaus erfolgreich. Die Wende kam aber, als die Franzosen bei der Kanonade von Valmy siegten und die Preußen zurückschlagen konnten. Der Nationalkonvent rief die Republik aus und nun radikalisierte sich die Revolution. Franzosen rückten in den österreichischen Niederlanden ein und besetzten die Gebiete bis zum Rhein. Ferner konnten sie Savoyen und Nizza unter ihre Kontrolle bringen. Am 21. Januar 1793 wurde Louis XVI hingerichtet. Das führte dazu, dass nun nahezu alle europäischen Mächte der Koalition beitraten und Frankreich den Krieg erklärten. Die Österreicher waren sehr erfolgreich in den Niederlanden und daraufhin, um dieser Gefahr zu begegnen, wurde die Wehrpflicht ausgerufen in Frankreich, was zu einem rapiden Anstieg der französischen Truppenstärke führte. Und die Franzosen konnten dann im Norden siegen, insbesondere darauf, dass sie die neue Jägertaktik anwandten und nicht mehr geschlossen wie ein anständiger preußischer Soldat in einer Reihe standen. 1794 rückten die Alliierten wieder vor, aber die Franzosen siegten im Juni und dies war dann endgültig die Kriegswende. Ferner konnten die Franzosen in Spanien und in Norditalien behaupten. Robespierre wurde im Juli 1794 hingerichtet. Das war das Ende der Schreckensherrschaft und eine moderatere Regierung in Frankreich kam an die Macht. 1795 konnten die Franzosen die gesamten Niederlande erobern und errichteten dort eine Tochterrepublik. Die österreichischen Truppen waren nicht unerfolgreich im Rheinland, schafften aber keinen entscheidenden Sieg. Im Frieden von Basel schied Preußen aus dem Krieg aus und wenig später auch Spanien. Nun rücken die Franzosen nach Süddeutschland vor, nach Norditalien und konnten dort Savoyen und Nizza endgültig gewinnen. Zu erwähnen ist die legendäre Schlacht von Lodi, wo Napoleon selbst die entscheidende Brücke gestürmt haben sollte. Nach mehreren Schlachten fällt Mantua strategisch wichtig an Bonaparte und er kann bis nach Österreich vorrücken. Dort kommt es ferner rücken Truppen nach Frankfurt vor im Norden und es kommt dann zum Vorfrieden auf österreichischem Gebiet. Bonaparte besetzt ferner Venedig und mit dem Frieden von Campo Formio ist der Krieg beendet. Die Revolution war nun gegen ausländische Bedrohungen gesichert.
Frankreich gewann die österreichischen Niederlande, die linksrheinischen Gebiete, Savoyen und Nizza, Haiti und die Ionischen Inseln. Die französische Einflusssphäre wurde weiter ausgedehnt durch Tochterrepubliken in den Niederlanden, der Schweiz und Norditalien. Vorübergehend hatte man die Seeherrschaft im Mittelmeer gewonnen und Spanien musste sich auf die Seite Frankreich schlagen. Großbritannien befand sich weiter im Krieg mit Frankreich und was folgen sollte, war Napoleons Ägyptenfeldzug und der Zweite Koalitionskrieg. Und der Erste Koalitionskrieg war auch der Grundstein für Napoleons Aufstieg. Das war der Revolutionskrieg in 5.